Er dreht sich um Fußball, er dreht sich um das System Fußball. Es ist ja ein riesengroßes System und wir haben das ganze Thema auch deswegen gewählt, weil wir merken, es lassen sich ja da möglicherweise ein paar Dinge ableiten, die nicht nur für dieses System Fußball relevant sind. Wir haben deswegen eingeladen jemanden, der es von innen kennt und zwar sehr gut und zwar von sehr weit oben, wenn man sich das Ganze hierarchisch ansieht und zwar Thomas Röttgermann. Er ist Vorstandsvorsitzender von Fortuna Düsseldorf, die gerade in einer sehr spannenden Phase sind. Dazu gleich mehr. Jetzt hast du den Zitterfinger. Ne? Aber nicht nur Thomas Röttgermann, sondern dann auch danach Mike Nöcker. Mike Nöcker ist Managing Partner von M11 Broadcasting und gleichzeitig Co-Host des bekanntesten und erfolgreichsten Fußball-Podcasts in Deutschland, Fußball MML. Und wir werden sehen, warum Thomas Röttgermann denn sagt, wir müssen das Konzept Fußball neu denken. Denn es geht um Verteilungsmechanismen, die anders aufgestellt werden sollten. Er sagt, wir brauchen Gehaltsobergrenzen. Wir müssen mit diesem Investitionswahnsinn auf eine andere Art und Weise umgehen. Denn es existiert eine wohl begründete Sorge, dass ansonsten dieses System Fußball schlicht und ergreifend zusammenklappt und möglicherweise auch nachhaltig irreversible Folgen als Konsequenz oder mit diesen Folgen als Konsequenz umgehen muss. Insofern, ich gucke gerade, da sehe ich ihn besser. Hallo, Herr Röttgermann, schön, dass Sie da sind. Und ich würde auch gerne direkt an Sie übergeben, denn Sie haben uns ja auch einen Impuls mitgebracht, der uns diese Problematik denn überhaupt erstmal vor Augen führt, um uns abzuholen. Ja, sehr gerne. Zunächst mal freue ich mich sehr, dass ich hier zu Gast sein darf. Also ich bin begeistert über dieses Format und über das, was ihr dort macht und wie ihr das macht. Das ist schon beeindruckend und ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Ich würde gerne mit ein paar Charts vielleicht beginnen. Wenn ich sie denn gleich sehe, dann fange ich damit auch direkt an, wenn ihr einverstanden seid. Sehr. Wir sind auch zuversichtlich, dass die Charts auch eigentlich jetzt direkt reinfliegen sollten. Ich gucke jetzt mal hier rechts, links. Einen direkten Knopf in die Regie habe ich nicht, aber bisher haben wir es ja zum Glück auch ganz gut in den Griff bekommen. Da sind Sie. Na bitte. Ja. Wir funktionieren. Das ist ja perfekt. Ja, wir haben ja eine Situation, die wir ja nicht nur im Fußball sehen, dass die Umstände, unter denen wir gerade alle leben, Menschen nachdenklich machen und in eine Situation auch bringen, zu reflektieren und auch darüber nachzudenken, ob die Grundlage dessen, was man tut, eigentlich immer noch die richtige ist oder ob man vielleicht überpaced hat oder ob man vielleicht andere oder falsche Schwerpunkte gewählt hat. Und im Fußball, glaube ich, ist es vergleichsweise einfach, weil wir dort nicht wirklich das Rad neu erfinden müssen, sondern weil wir eher uns rückbesinnen müssen. Ich glaube, dass es wichtig ist, einmal die Wurzel nochmal sich anzuschauen und dann daraus die Rückschlüsse zu ziehen. Und dann daraus die Erkenntnisse zu ziehen, was sich eigentlich ändern muss. Wenn man sich selber an Fußball erinnert und wie man selber Fußball früher wahrgenommen hat, dann war er auch gerade in meinem Empfinden immer unglaublich nah. Es war bodenständig, es waren bodenständige Typen, Vereine, zumindest da, wo ich die Berührungspunkte hatte, waren nah, sie waren anfassbar. Die Helden, die Fußballspieler, die kamen, aber sie blieben eben auch. Sie waren bei Vereinen über längere Zeiträume. Man konnte sich mit ihnen identifizieren. Und dazu kam eben das, was heute auch immer noch der Fall ist. Ganz viele Menschen spielen eben Fußball. Irgendwo auf der Wiese, auf dem Schulhof, später im Verein. Also Fußball begleitet und ist trotzdem irgendwie auf Augenhöhe gewesen. Und der Fußball, der Sport, das, was man gemeinsam tut, stand immer im Mittelpunkt. Und nichts drumherum. Und irgendwann hat sich das geändert. Irgendwann hat dann der Fußball sozusagen die Nähe zum Menschen verloren. Und das war auch, glaube ich, ein Verlieren auf Ansage. Ja, wir wissen, was den Fußball ausmacht. Das ist die Spannung des Spiels. Das ist das Unvorhergesehene, was passiert. Es ist die Situation, die einen fängt, wenn man ein Spiel sich anschaut. Und das hat natürlich, weil es die Menschen bewegt hat, ganz schnell auch Chancen und Opportunitäten gebracht. Vor allem wirtschaftlicher Art.
Man sah plötzlich, man kann über Zuschauergelder oder über Zuschauergeld verdienen. Man ist von Interesse für Medien geworden. Es ist eine ganze Industrie um den Fußball entstanden. Und irgendwann hat sich fast unmerklich, haben sich die Prioritäten verändert. Früher hieß es, der Sport, der Fußball ermöglicht das Geldverdienen, eigentlich um ihn zu finanzieren. Und irgendwann hat es sich umgedreht, nämlich das Geschäft strukturiert den Fußball. Das ist etwas, was sich verändert hat. Und in diesem Prozess wurden Unwägbarkeiten, die früher oder eigentlich immer noch den Fußball ausgemacht haben, eher zu einem Risiko, nämlich zu einem wirtschaftlichen Risiko. Und der eigentliche Reiz wurde also gefährlich. Und das führt dann dazu, dass man letztlich versucht, soweit es irgendwie geht, diese Unwägbarkeiten zu reduzieren. Und man versuchte dann letztlich, den Erfolg der Erfolgreichen zu zementieren. Und das führt dann dazu, dass ein Verein 8-mal in Folge deutscher Meister werden kann und das letztlich dann auch insgesamt zum 30. Mal. Das ist schön für die Planbarkeit des Erfolges. Das ist schön für die Vereine, die mit ihrem sportlichen Erfolg Geld verdienen wollen. Das ist aber nicht gut für den Fußball. Wir sehen, dass der Fußball insgesamt ja eine Boombranche ist. Ja, der Gesamtumsatz seit 15 Jahren der Vereine hat sich ständig weiterentwickelt, ist um 275% in den letzten 15 Jahren nach oben gegangen. Es ist eine immerwährende Erfolgsstory eigentlich gewesen, die man hatte. Und das hat sich auch letztlich in Schlagzeilen wiedergefunden, die wir gesehen haben. Es ging immer nur um das Höher und um das Weiter und um die neuesten und nächsten Umsatzrekorde, die man anstreben konnte, weil es wie ein Gesetz schien, dass Fußball immer funktioniert und vor allem deswegen funktioniert, weil es ein Bayern München gibt und weil eigentlich die Top-Vereine immer Top-Vereine waren und auch zuverlässig auch am Ende für Interesse gesorgt haben. Und es war auch fast immer so, bis man dann plötzlich feststellte, oh, da gibt's etwas, was uns jetzt in die Quere kommt. Und das ist ein winziger Virus, ein winziges Virus gewesen, was es gemacht hat. Und am Ende hat es, dadurch, dass man 2 Monate oder nicht einmal 2 Monate nicht Fußball spielen konnte, das ganze System Fußball destabilisiert. Man redete plötzlich nicht mehr von Umsatzrekorden oder davon, dass man eine stetige Entwicklung nach vorne hat und dass es kein Ende gibt, sondern man redete plötzlich über Bankrott und man redete über Insolvenz. Und die Frage, die man sich stellen muss, wieso kann ein System, das so viel Geld bewegt und so nah an den Menschen eigentlich ist, also nah am Grundbedürfnis eines Menschen ist, wie kann das eigentlich in so eine Situation kommen, dass so wenige Ereignisse es quasi kollabieren lassen kann oder es zumindest in die Nähe bringt? Der Grund ist relativ simpel. Statt in Reserven für die Vereine oder in nachhaltige Entwicklung zu investieren, investieren Vereine fast ausnahmslos und fast zu 100% zusätzliche Erlöse immer in Spielergehälter und Transfers. Wir sehen das, dass in der Saison 2018/2019 fast 60% der gesamten Umsätze der Bundesliga für Spielergehälter und für Transfers ausgegeben worden sind. Wenn Entwicklungen im Fußball stattfinden, dann finden sie ja nicht statt, weil sie zufällig sind. Und Fehlentwicklungen sind auch nicht entstanden, weil die Vereine einfach jetzt Pech hatten, dass es das Virus gab oder weil dann in der Folge des Virus Fehler gemacht worden sind, sondern weil das grundsätzliche Anreizsystem, mit dem wir arbeiten, fehlerhaft ist. Denn wir sehen, dass die Haupteinnahmequelle, das TV-Geld, wird nicht gleichmäßig verteilt an die, die insgesamt immer gegeneinander spielen, sozusagen mit einer gleichen Berechtigung auch, sondern sie wird ganz stark nach Erfolg verteilt. Und zwar aus 3 Quellen, wie wir wissen. Das sind die nationalen TV-Gelder, die verteilt werden aus der nationalen Verwertung der Bundesliga. Es sind die internationalen Gelder aus der internationalen Verwertung der Bundesliga. Und es sind die Gelder, die aufgrund der europäischen Erfolge ausgeschüttet werden. Und das führt dazu, dass der Erste in der Liga etwa
1200% mehr TV-Gelder hat als der Letzte der Liga. Das heißt aber im Umkehrschluss, um Erfolg zu haben, um in dieser Tabelle nach vorne gehen zu können, investiere ich natürlich jeden Cent, den ich habe, in einen Spieler, von dem ich mir erhoffe, dass er mich sozusagen in die nächste Stufe der Geldtabelle bringt, um bei diesem Spiel mithalten zu können. Und gleichzeitig findet aber keine hinreichende Ausgabenkontrolle statt. Die Gelder, die investiert werden, werden eben in Spieler investiert, und zwar in der klassischen Art eines Rattenrennens. Alle Rennen, die wesentlichen Ziele werden aus den Augen gelassen. Es wird immer mehr Aufwand betrieben, damit alle dieselben Ziele erreichen. Und es werden immer in dieselben Spieler investiert. Und wenn mein Tabellennachbarverein in der Winterpause zwei Spieler holt und es droht das Überholen sozusagen in der Rückrunde, dann investiere ich eben auch. Noch mehr, wenn es nicht nur darum geht, einen bestimmten Platz zu erreichen, sondern letztlich nicht abzusteigen oder einen internationalen Platz in der Tabelle zu bekommen. Das letztlich führt dazu, dass man nicht in Nachhaltigkeit investiert, sondern in den nächstmöglichen sportlichen Erfolg und das eben dadurch, dass in Spieler investiert wird. Und wenn ich dieses Modell, was ich jetzt gerade dargestellt habe, mal auf den Fußball übertrage, heißt das, der nächste Schritt der Entwicklung, der Klassenerhalt, der Titel, der Nichtabstieg, die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb oder die nächste Stufe in der Geldtabelle sind unser Ziel. Also investiere ich so viel ich kann und möglicherweise auch noch mehr. Es werden dann letztlich auch Kredite aufgenommen, um diesen Erfolg zu erreichen. Und am Ende ist er eben ungewiss, weil es alle anderen eben mitmachen. Und alles das Geld, was ich bekomme, das investiere ich da rein und man ist einfach nicht in der Lage, dann ausreichend viel Geld in die nachhaltige Entwicklung eines Vereins oder auch in die Umsetzung der gesellschaftlichen Bedeutung eines Vereins zu investieren. Es wird ausschließlich in diese Bereiche investiert. Wie wollen wir das verändern? Eigentlich, indem wir diese beiden Hebel bedienen. Das TV-Geld muss gleichmäßig verteilt werden, und zwar unabhängig vom sportlichen Erfolg. Ich glaube, es ist auch angemessen. Es gibt letztlich immer die Diskussionen, die ich jetzt auch in den letzten Tagen wieder gehört habe. Das kann man nicht machen. Die Top-Vereine müssen mehr Geld bekommen, damit sie sozusagen die Leuchttürme des deutschen Fußballs sind und als solche den deutschen Fußball vertreten, attraktiv machen und letztlich dann auch wieder für die neuen Fernsehgelder sorgen. Und das ist aus meiner Sicht ein Trugschluss. Ich glaube, dass diese Art der Ausgaben dazu führt, dass die Liga sportlich immer weniger spannend wird. Und letztlich durch die geringere Spannung auch ein geringeres Leistungsniveau entsteht. Und wenn man den zweiten Teil, nämlich diesen zweiten Hebel, den wir benannt haben, auch umsetzt, nämlich die Kosten für Lizenzspieler begrenzt, und zwar nicht in Deutschland, sondern europaweit, dann gibt es auch nicht die Gefahr, dass man deswegen, weil man weniger Geld zur Verfügung hat durch die Gleichverteilung der TV-Gelder, plötzlich international nicht mehr wettbewerbsfähig wäre. Wenn man beide Dinge umsetzt, die aus meiner Sicht auch ganz klar zwei Seiten derselben Medaille sind, dann hat man gute Chancen, sozusagen innezuhalten und wieder dem Sport und damit auch letztlich dem den Vorzug zu geben, weswegen der Fußball gemocht wird. Ich glaube, dass viele der Frustrationen, die wir feststellen, jetzt auch anhand der sogenannten Geisterspiele, dass Fans sagen, das ist nicht mehr mein Sport, weil es kann doch nicht sein, dass er ohne mich stattfindet. Ja, dass diese Frustration eben gelöst werden kann, indem man einfach in den Entscheidungen mehr Wert darauf legt, nachhaltige Entwicklungen voranzutreiben und nicht einfach nur Entscheidungen zu treffen, um die Wirtschaftlichkeit eines Vereins zu stärken. Und das stand eben in der Vergangenheit eindeutig im Vordergrund. So. Ich glaube, wir sind wie viele andere Vereine eigentlich ganz gut aufgestellt. Wir haben gute Absichten, wir versuchen Jugend zu fördern, wir versuchen im Dialog mit den Fans zu arbeiten, wir investieren in den Breitensport, wir versuchen über die Jugendarbeit eben auch nachhaltig zu arbeiten und natürlich versucht jeder Verein auch im Rahmen des Möglichen, sich gesellschaftlich zu engagieren, was auch einen Verein nicht schick machen soll, sondern es ist das Ergebnis
der wirklichen Realität als Verein, selbst als Kapitalgesellschaft, wenn man Fußball spielt. Man fußt sozusagen in der Mitte der Menschen und lebt davon, dass diese Menschen den Fußball leben. Also ist es auch normal, dass man etwas zurückgibt. Aber weder wir noch andere Vereine können das konsequent machen, weil wir letztlich gezwungen sind, diese Systeme zu spielen. Wenn ein oder zwei Vereine einfach sagen, wir steigen da jetzt aus, wir machen das nicht mehr mit, wir investieren weniger Geld in den Kader, dann steigen wir ab. Und wenn wir absteigen, werden wir durchgereicht. Das heißt, wir sind dann auch gar nicht mehr in der Lage, das umzusetzen an nachhaltiger Entwicklung, an nachhaltigen Aktivitäten, was wir gerne machen möchten. Das heißt, solange das System so ist, muss man dieses System mitspielen, wenn man seiner Rolle als Verein in einer Stadt letztlich gerecht werden will. Man könnte jetzt also sagen, wenn man Spannung erhalten will, einen spannenden Wettbewerb erreichen will, wenn man Vereine robuster gestalten will, wenn man sozusagen wieder zur Basis zurückkehren will, dann müsste man diese Reflexion mindestens umsetzen oder durchführen und anschließend eben diese Hebel auch bedienen. Man könnte aber auch sagen, wenn wir das nicht machen und weiter sehen, dass diese Schere, von der ich vorhin gesprochen habe, immer weiter auseinandergeht und wir nur nach dem Prinzip Hoffnung verfahren, dass es schon nicht so schlimm wird und dass man dann immer noch trotzdem den Fußball gut findet, dann wird das nicht funktionieren und wir werden vor die Wand fahren. Deswegen ist es einfach für mich ein ganz wichtiger Punkt, jetzt diese Situation, in der wir alle sind, in der aber auch alle in dieser Situation sind, alle Vereine haben quasi in den Abgrund geschaut, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, dann ist jetzt genau dieser Zeitpunkt zu reflektieren, okay, wenn wir alle gemeinsam sozusagen diese Schrauben ein bisschen zurückdrehen oder deutlich zurückdrehen, dann haben wir ganz viel erreicht. Wir sichern unsere Existenz. Wir erhöhen wieder die sportliche Glaubwürdigkeit des Fußballs und wir rücken wieder nah an die Menschen, die wir brauchen, damit wir letztlich diesen Ast nicht abreißen, auf dem wir sitzen. Mehr habe ich nicht. Danke. Danke sehr, Herr Röttgermann. Danke für Ihre Impulse. Danke für die klaren Worte. Ich meine, das ist etwas, das wir hier brauchen, das wichtig ist. Und ich finde auch, dass es nicht nur oder viele der Punkte, die Sie hier angesprochen haben, nicht nur den Fußball betreffen. Wir machen jetzt mal die Arena auf, wenn man so möchte, und nehmen unseren zweiten Gast mit dazu. Mike Nöcker, ich habe ihn schon angesprochen und kurz erwähnt. Ich sage es gerne nochmal, er ist Managing Partner der M11 Broadcasting GmbH und Co-Host von Fußball MML. Also er ist jemand, der Ahnung hat, der das Geschehen begleitet, sehr lange, sehr intensiv und auch sehr kritisch. Und im Vorfeld haben wir schon herausgefunden, dass hier auch durchaus ähnliche Sichtpunkte auf dieses Thema existieren. Ist das denn soweit richtig? Das ist, erstmal in die Runde, das ist soweit im Großen und Ganzen erstmal richtig, weil in der Tat kann der Fußball ja schon alleine aus der Warte heraus, dass wir jetzt hurra die Meisterschaft vom FC Bayern München gefeiert haben und die genauso überraschend war wie die siebte, die sechste, die fünfte, die vierte und die dritte. Insofern haben wir natürlich eine Situation, in der sich was ändern muss. Und ich glaube, seit 5 Jahren gibt es jetzt diesen Satz, dass das Abstiegsrennen in der Bundesliga ist die neue Meisterschaft und so weiter und so fort. Also insofern totale Zustimmung. Natürlich zum einen zu dem, was Thomas Röttgermann gerade erzählt hat, zum anderen natürlich auch so zu den Gefühlen wie bodenhaft Fußballs fehlt, die Geschichten weiter zu erzählen. Christian Seifert, der Geschäftsführer der DFL, hat ja beispielsweise auch gerade gesagt, dass ihm die Auslandsvermarktung gerade sehr, sehr schwer fällt, weil man im Ausland so gerne Meisterschaftsrennen hätte, so gerne 1-2 oder 1-2 und 3 und das alles eben seit vielen, vielen Jahren nicht der Fall ist. Und insofern bin ich dabei. Ein paar ergänzende Ansichten teilweise. Ein paar Punkte, wo ich finde, dass der Fußball zu sehr auf die traditionelle Welt den Fokus legt oder den traditionellen Ich-Impuls sozusagen als Fokus und eben als Impuls hat.
Aber im Großen und Ganzen bin ich dabei. Mhm. Ich bin ja jetzt jemand, der mit in der Runde sitzt, nicht weil er Fußballexperte ist, sondern eigentlich tatsächlich eher das Gegenteil, um mich hier zu outen. Und ich fand das Thema insofern sehr, sehr spannend, weil Fußball ja auch etwas ist, das zumindest im deutschsprachigen Raum, aber in sehr vielen Ländern einen unglaublich großen Impact hat. Also auf das, wie sich Menschen fühlen, auf das, wie sich Menschen identifizieren auch. Und das sind ja alles Themen, die eine sehr, sehr hohe Relevanz haben. Ich glaube, diese Relevanz steigt auch sehr stark. Die Frage, die bei mir hier sehr groß auf dem Zettel steht, wie kriege ich denn diese Vereine von ihren Sichtweisen überzeugt, denen es heute gut geht, die eigentlich von dieser Situation profitieren? Denn auch da habe ich ja wiederum Fans und habe ich Leute, die sagen, ja, natürlich identifiziere ich mich gerne mit dem Meister, auch wenn er das 12., 13., 14. Mal Meister wird und möge es so bleiben. Zunächst mal glaube ich, dass es kaum jemanden gibt, der in dieser Situation zu den Gewinnern zählt. Es gibt nur einige, die haben wenig verloren. Ja, und das mag ausreichen, dann sich vielleicht auf eine andere Position zu begeben. Aber wenn man einmal sich zugesteht, dass der Kern, nämlich der Sport, im Mittelpunkt der Attraktivität steht, dann kommt man gar nicht umhin, wenn man in der Lage ist, perspektivisch zu denken, zu sagen, da müssen wir sicherstellen, dass das passiert. Und wenn man Gefahr aussetzt, wenn der eigene Verein 10-mal in Folge Meister wird, müsste man sagen, ja, das ist jetzt schön für uns gerade, aber damit machen wir es vielleicht unmöglich, auch nochmal irgendwann zum 14. Mal Meister zu werden, weil dann nämlich der Fußball vielleicht gar keine Rolle mehr spielt. Und ich glaube, diese perspektivische Sichtweise, die müssten selbst die Erfolgreichen haben. Und im Übrigen, eigentlich haben wir gemerkt, in Deutschland, das ist in anderen Ländern nicht anders, allein jetzt in diesen Abgrund geschaut zu haben. Was passiert, wenn man einige Monate Einnahmen hat? Was passiert eigentlich mit dem Geschäftsmodell Fußball? Das muss eigentlich jeden Verein dazu bringen, umzudenken und zu sagen, okay, das müssen wir stabilisieren. Wir können uns keine Ratten leisten, da wo sie auch überhaupt keinen Sinn machen. Mhm. Herr Nöcker, Frage an Sie. Im Grunde gibt es ja drei Blöcke letztlich, auf die man achten muss. Also wenn man jetzt mal rein marketingmäßig auf den Fußball schaut, was ja letztlich dazu führt, dass man eben damit dann auch Geld verdient. Ich weiß, dass das Wort Marketing und Fußball bei vielen Fußballtraditionalisten eigentlich ein No-Go ist. Aber im Grunde genommen haben wir doch das Thema Zielgruppe. Wir haben das Thema Marke und letztlich haben wir das Thema Geld und irgendwo müssen wir da sozusagen die richtige Balance finden, wie wir die unterschiedlichen Zielgruppen bedienen, wie wir die unterschiedlichen Märkte bedienen, wie wir vor allen Dingen, welcher Fußball wir sein wollen. Das finde ich, glaube ich, ist die allererste und wichtigste Frage, die sich der Fußball einmal stellen sollte, bevor man über Salary Cap oder über die Verteilung von TV-Geldern redet, müsste es eigentlich mal ein Konsens darüber sein, dass wir in Deutschland einfach so viel mehr an Fußball sind und so viel großartige Güter haben. Thomas Röttgermann hat es gerade gezeigt mit der Integration in die Gesellschaft, in den Jugendfußball, mit einem sehr gut funktionierenden Nachwuchssystem mittlerweile. Also der Fußball übernimmt soziale Aufgaben, der Fußball übernimmt integrative Aufgaben, der Fußball übernimmt teilweise, auch wenn das sehr oft nicht so gewünscht ist, auch gesellschaftspolitische Aufgaben, also Stichwort Fanszene, Stichwort Ultrabewegung und Ähnlichem, eine sehr politisch engagierte Zielgruppe, über die man eigentlich sehr, sehr froh und auf die man eigentlich sehr, sehr stolz sein musste im Fußball. Also es gibt so wahnsinnig viele tolle Momente, inklusive Herkunft, die dieser Fußball hat. Und ich habe sehr oft das Gefühl, dass Fußball in Deutschland immer dann am Ende das mit den Fähnchen gemacht wird, nämlich versucht wird, mit der Premier League mitzuhalten, mit der Primera División, also mit der La Liga mitzuhalten in Spanien, jetzt teilweise sogar auch mit Italien mitzuhalten. Und wenn man aber mal reinguckt, du hast in Spanien die Schulden, du hast in England die Scheichs, in Italien hast du die Rechten. Eigentlich wäre Deutschland, wäre die Bundesliga aus meiner Sicht zumindest die Oase, wo nicht nur ehrlicher Fußball entsteht. Und dass das insbesondere in der Diskussion um Geld
sehr oft, wie ich finde oder wie ich es empfinde, aus den Augen verloren wird, das finde ich persönlich einfach schade. Mhm. Jetzt sind schon zwei ziemlich dicke Bretter hier auf dem Tisch. Denn das eine ist, diese Vereine müssten das verstehen. Also wir waren hier leider nicht an dem Punkt, dass wir sagen, diese Vereine verstehen das auch, dass wir hier so nicht weitermachen sollten. Was muss getan werden? Wer muss tun? Und wie kann das gelingen, dass aus einem müssten verstehen zu einem verstehen und handeln wird? Ich glaube zunächst mal, das, was Mike Nöcker sagt, ist natürlich richtig. Man kann verschiedene Aspekte betrachten. Ich glaube, was man auf keinen Fall machen darf, ist im Moment das Problem verkompliziert. Ja, es gibt, wenn wir es in zu viele Facetten differenzieren, kommen wir keinen Schritt weiter. Wir müssen es eigentlich auf einen Kern zurückführen. Mhm. Der Kern ist eigentlich, es muss eine Balance geben zwischen dem reinen Sport und der wirtschaftlichen Komponente, die davon nicht zu trennen ist. Und da alles davon lebt, dass der Sport funktioniert, muss das in den Vordergrund gestellt werden. Und das ist gleichzeitig auch der Hebel, wieso ich andere dazu bewegen kann, mitzumachen. Weil das wird jeder verstehen. Wenn es reines Entertainment ist, wenn man nach Drehbuch sozusagen das Event abarbeitet, dann hat es keine Zuschauer mehr. Dann sind sie alle weg. Und auf diesen Punkt müssen wir es zurückführen, dass wir alles machen müssen, damit der Sport wieder Sport ist. Und solange der Sport kein Sport ist, weil man sich den Erfolg erkaufen kann oder weil es Interessen gibt, diesen Erfolg zementieren, ja, weil es einfach praktischer ist, weil man damit eine sichere Marke hat, die man international präsentieren kann. Solange das so ist, haben wir ein Problem. Und deswegen würde ich immer dafür werben, jetzt nicht zu versuchen, alle Dinge gleichzeitig zu verändern, sondern die wesentlichen, diese zwei wesentlichen Elemente, die ganz augenscheinlich sind und die einander auch bedingen, diese beiden Punkte anzugehen. Und ich wiederhole mich da gerne. Ich glaube, dass es deswegen auch gerade möglich ist, weil die Logik, die dahinter steckt, die versteht jeder. Es verliert niemand etwas. Und Mike Nöcker hatte vorhin gesagt, wir rivalisieren oder wir versuchen im Wettbewerb mit anderen Ligen nach vorne zu kommen. Ja, das wollen wir doch auch. Natürlich wollen wir das. Aber wir sollen es im Sport machen und nicht auf der Basis von gut dotierten Fernsehverträgen. Und wenn sie gut dotiert sind, dann muss man sie zum einen ausgleichen innerhalb der Liga und man muss zum anderen dafür sorgen, dass selbst wenn Manchester 10-mal mehr Fernsehgelder bekommt, dass die Spieler, die dort spielen, genauso viel bekommen dürfen wie die Spieler, die bei Bayern München spielen. Dann ist es nämlich egal, Fernsehgelder es gibt, beziehungsweise diese Fernsehgelder werden in ganz andere Projekte gespült. Und letztlich, natürlich, wir wollen keinen, also ich zumindest, will keinen Sozialismus im Sport haben. Es soll immer noch so sein, dass die, die gut arbeiten, auch Erfolg haben, aber keinen zementierten Erfolg. Ja, und das ist für mich der wirkliche Ansatz. Und wir führen ja auch ständig Gespräche mit anderen Vereinen. Und es gibt im bilateralen Gespräch keinen einzigen, der mir gesagt hat, das ist kompletter Bullshit, den ihr da hattet. Ja, es gibt höchstens Menschen, die entweder sagen, das kriegt ihr im Leben nicht hin oder wieso sollte Chelsea da mitmachen? Ja, das kann alles sein, aber das kann uns doch nicht daran hindern, zunächst mal diese Analyse vorzunehmen und es dann anzugehen. Denn das Schlimmste, was ich immer feststelle, ist, ich erkenne ein Defizit und sage, ach, leider finde ich keine Möglichkeiten, das zu verändern, also versuche ich es auch erst gar nicht und wird schon irgendwie gut gehen. Ja? Aber es wird nicht gut gehen. Mhm. Herr Nöcker, wie schätzen Sie... Ich habe übrigens Post bekommen von Dr. Florian Hohmann von der Universität St. Gallen. Er hat mich auf LinkedIn angeschrieben, weil ich auch in meinem Podcast hin und wieder mal über das Thema gesprochen habe. Und was die Struktur der Finanzen von Vereinen angeht und in dem Glauben, dass man den Fußball sowieso nur in kleinen Schritten verändern kann. Es wird nicht die große Revolution geben. Man wird nicht disruptiv vorgehen, alles zerschlagen und danach den Fußball sozusagen neu aufbauen, sondern man muss ja unterschiedliche Interessen unter einen Hut bringen und dementsprechend auch zusammenführen. Und wenn ich mal ganz kurz zitieren darf aus dem, was er mir zusammen
geschrieben hat. Ich bin Herr Röttgermann und ich, wir kennen uns länger. Damals brauchte ich noch keine Brille, heute ist es soweit. Er hat geschrieben, dass die DFL in ihrem Lizenzierungsverfahren beispielsweise kaum auf die Finanzstruktur der Vereine schaut und nicht vorschreibt, dass Gewinne erzielt werden müssen. Das heißt also, es genügt völlig für eine Saison nachzuweisen, dass man die Rechnungen bezahlen kann und dass man für 12 Monate oder sprich für 34 Spiele in der Lage ist, den Spielbetrieb und damit eben die Bundesliga letztlich am Laufen zu halten. Das im Fall von 04 hieß das also, wenn die sagen, guck mal, wir haben hier 10 Millionen auf dem Konto, ist es völlig wurscht, ob man die sich von der Bank geliehen hat oder ob sie irgendjemand, wie auch immer, in der Art und Weise mit reingepustet hat. Das heißt beispielsweise, es gibt keine Rücklagen. Das hat man ja jetzt in Corona gesehen. Ich glaube, nach 2 Tagen, nachdem die Sky-Quote bzw. das Sky-Geld nicht gekommen ist, hat Schalke schon überlegt, ob sie zum Insolvenzrichter gehen müssen. Und es gibt auch keine Rücklagen, weil die DFL ja nicht in der Lage war, diese Rate von Sky vorzufinanzieren, weil viele, viele Vereine die TV-Gelder letztlich schon alle wieder über Jahre hinaus verpfändet haben. Es gibt ein gutes Beispiel, ein Gegenbeispiel, kommt aus Mönchengladbach, einem Verein, wo Sie ja auch letztlich schon mal tätig waren vor geraumer Zeit, vor langer Zeit, Herr Röttgermann. Die haben von 2009 bis 2018 ihre Eigenkapitalquote konstant von 13,5 auf 42,5% erhöht. Das heißt, da hat man eben versucht, diesen Spielbetrieb gewährleisten und letztlich aber auch Gewinne zu erwirtschaften und sie sich quasi auf die hohe Kante zu legen. Und ich glaube, wenn wir aus dieser bankfinanzierten Liquidität des Fußballs mal als Gesetz sozusagen rauskommen und sagen, wir müssen nachhaltig nicht nur mit unserem Planeten umgehen, sondern wir müssen nachhaltig auch mit dem Fußball umgehen. Und das fängt in der Nachhaltigkeit der Bilanzierung der Vereine an. Ist es, und ich habe gerade gesagt, kleine Schritte, wäre das ein erster kleiner Schritt? Mir fehlt möglicherweise der Einblick und tatsächlich die Verflochtenheit der Dinge, dass ich sage, okay, das kann ich angreifen, das kann ich jetzt nicht angreifen, das ist utopisch, das ist realistisch. Ich vergleiche das mal mit der Unternehmenswelt. Zwei Ansätze sehe ich gerade vor mir. Das eine ist, im Kleinen beginnen, ne, bis es so groß ist und so stabil ist, dass ich letztlich auch größere Umwälzungen tatsächlich testen kann oder die Sensibilität für etwas groß genug ist. Das ist das, was wir hier diskutieren. Ne? Und auf der anderen Seite erlebe ich, dass ich gewisse Themen eigentlich nur mit einem sehr großen Hebel, also einmal ein größeres Ökosystem sozusagen verändern muss, einen Startpunkt setzen muss und sage, so Leute, wir sind uns jetzt einig geworden und jetzt gehen wir live mit dem neuen Konzept. Ist das große Umstellen für Sie etwas, das tatsächlich illusorisch ist, weil Sie hatten ja, Herr Röttgermann, jetzt auch nicht nur über den deutschen Fußball gesprochen, sondern eben auch, ich sag mal, über europäische Vereine, was ja auch ein Gedanke wäre, zu sagen, gut, lasst uns das doch alle so machen. Letztlich profitieren ja auch alle davon, denn plausibel, wie Sie sagen, ist es ja auch für mich. Ich glaube nicht nur, dass das schön wäre, wenn alle mitmachen würden, sondern es ist eigentlich unabdingbar. In der Sekunde, ich meine, wir reden ja nicht nur, wenn wir mal von Märkten sprechen wollen, reden wir nicht von einem deutschen Markt, sondern wir haben einen europäischen Fußballmarkt. Sowohl was die Wettbewerbe betrifft, also es ist schön, wenn man deutscher Meister wird, aber das eigentliche Ziel ist immer, die Champions League zu gewinnen. Das ist sozusagen sportlich das Allerhöchste, was man machen kann. Gleichzeitig haben wir einen internationalen Spielermarkt. Das heißt, man kann aus ganz Europa Spieler akquirieren und das muss man auch, wenn man attraktive Mannschaften haben will. Also wir müssen uns die europäische Dimension immer wieder vor Augen halten. Das heißt, man kann nicht sehenden Auges, und da bin ich ganz auch der Meinung von anderen Kollegen, man kann nicht sehenden Auges den deutschen Verein einen Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen europäischen Clubs zumuten. Das verstehe ich auch völlig, zumal wenn man wie Bayern München eben ganz gezielt auf internationale Erfolge abzielt. Also müssen es alle gemeinsam machen. Ich glaube nur einfach, wenn Sie sagen, das ist jetzt ein großer Hebel, der ist nicht groß. Mhm. Er ist einfach nicht groß. Es ist einfach ein Rückbesinnen auf das, was normal ist. Ja, wenn wir jetzt einfach
disruptiv sein müssen. Sagen wir müssen, wir müssen ganze Prinzipien des Fußballgeschäftes verändern. Und die sind auch völlig ungetestet. Es ist völlig unklar, ob das funktioniert. Da bin ich dann auch derselben Meinung. Das ist unwahrscheinlich, dass man dafür Mehrheiten bekommen kann. Aber wir reden nur davon, sozusagen das zu machen, was es auch schon mal gab. Ich weiß nicht, die wenigsten Menschen erinnern sich daran, dass kurz vor der Jahrtausendwende die Erlöse aus der damaligen TV-Vermarktung gleich verteilt wurden. Da bekam der Erste genauso viel wie der Letzte in der Bundesliga. Das weiß fast niemand mehr. Es hat sich nur irgendwann mal so entwickelt, dass sich vor dem Hintergrund anderer Interessenlagen eine andere Verteilung durchgesetzt hat. Und früher, wo es eine europäischen Märkte gab und nicht unterschiedliche Fernsehverträge, die sozusagen Geld in die Märkte geschwemmt hat, gab es auch keine Riesensprünge in den Entwicklungen der Gehälter. Fakt ist aber, das ist jetzt gerade so. Ja, ein Markt oder ein Fußballland schließt einen Fernsehvertrag ab, der ist 30% höher als vorher. Plötzlich da das Geld, da wird plötzlich dort mehr für Spieler ausgegeben, um die Attraktivität zu steigern. Trotzdem müssen die anderen Vereine der anderen Märkte ja mithalten, ja, und versuchen das dann irgendwie zu organisieren und zu finanzieren. Und da muss man einfach nur eine Antwort drauf finden. Und die Antwort ist, das ist auch nichts Neues. Man kann nicht vollkommen ungesteuert jede Menge Geld verdienen. Ja, wenn es in Europa gelingt, die Boni von Bankern zu reglementieren, dann sollte das doch möglich sein, auch die Spitzengelder von Fußballern jetzt nicht bei 500.000 Euro, sondern meinetwegen bei 5 Millionen Euro einzuführen. Selbst dann haben wir einfach schon einen Riesenschritt und mir kann niemand erzählen, dass man mit 5 Millionen Euro im Jahr nicht auskommen kann. Oder was man natürlich auch machen kann, also erstens, was glaube ich super wichtig ist und was man einfach immer und immer wieder erzählen muss, ist, dass wir nicht nur alleine für die Bundesliga reden, sondern in der Tat, das muss einen europäischen Zusammenschluss geben. Es muss insbesondere das Thema Gehälter mindestens auf der Ebene der UEFA geregelt werden. Es muss gar nicht so sehr auf FIFA-Ebene geregelt werden, weil dann zum Stand jetzt der Weltfußball dann doch im Vergleich zum europäischen Fußball noch ein kleinerer Markt ist. Aber nichtsdestotrotz, also Gehälter wäre das eine Sache. Ich meine, selbst die Formel 1, die ich immer so als das kapitalistischste System überhaupt empfunden habe, wo die großen Materialschlachten zwischen Red Bull, Mercedes und Ferrari stattgefunden haben, selbst die sind ja irgendwann mal auf die Idee gekommen, eine Obergrenze einzuführen und zu sagen, es gibt einfach nur noch ein bestimmtes Budget. Und vielleicht ist das ja auch ein Ansatz, wenn ich sage, pass auf, wir deckeln alle Gehälter und dann sagt eben ein Cristiano Ronaldo, wie soll ich denn mit 5 Millionen Euro im Jahr auskommen, sondern vielleicht deckelt man einfach die Ausgabenquote für den Lizenzbetrieb, also für den Spieler, dass man da geht und sagt, europaweit, die UEFA gibt vor, europaweit dürfen nur noch, und da müssen jetzt die Vereine das Ganze definieren, 40%, 35%, 50% in den Lizenzspielkader, und zwar mit allen Geldern, mit Provisionen für Spielerberatern, mit Handgeldern und an alles, was in irgendeiner Form für Spieler gezahlt werden muss, wird gedeckelt. Es gibt eine Quote und mehr darf nicht ausgegeben werden. Und ob einer dann das Geld quasi für 18 Spieler ausgeben möchte oder jemand das Ganze für 30 Spieler machen möchte, ist dann letztlich seine persönliche Entscheidung. Aber wir kommen natürlich dem Schritt, dass man zumindest in kleinen Schritten wieder eine Markt- und Chancengleichheit herbekommt, kann man eben auf diesem Wege langsam wiederherstellen. Also ich glaube, es ist etwas problematisch, solange die Einnahmesituation in den unterschiedlichen Fußballmärkten nicht ähnlich ist. 35% des Gesamtetats von Manchester United auszugeben, ist was anderes als 35% des Etats von Fortuna Düsseldorf auszugeben. Da ist es dann doch wieder so, dass sozusagen die Einnahmesituation, die sportliche Substanz komplett abbildet. Und da wir ja eins nicht können, wir werden nicht in der Lage sein, zentral sozusagen die Einnahmeströme zu reglementieren. Das will ja auch niemand. Das Einzige, was man zentral machen kann, ist die Ausgabepositionen sich anzuschauen. Und ich glaube, dass es da eine Kombination sein muss aus einem Höchstbetrag abhängig vom Umsatz. Mark Nöcker, da bin ich komplett Ihrer Meinung. Aber eben auch, indem man auch da dann sozusagen Regeln einführt, wie viel darf denn ein Fußballspieler verdienen. Ideal ist, wenn letztlich
Fortuna Düsseldorf als Beispiel jederzeit auch mit einem Spieler aus dem Kader von Bayern München verhandeln könnte und Bayern München wiederum jederzeit mit einem Spieler aus dem Kader von Real Madrid. Ja, sodass man dann sozusagen auch eine sportliche Durchlässigkeit auf diesem Wege erzielen könnte. Ich möchte noch mal auf einen anderen Aspekt eingehen, den Sie als Metapher verwendet haben, Herr Röttgermann. Sie haben gesagt, alle Vereine haben in diesen Abgrund gesehen und haben gemerkt, was das bedeutet, durch Corona losgelöst. Und in einem früheren Vortrag im Rahmen der Future Week haben wir auch andiskutiert, dass es möglicherweise mehrere Male diesen Blick in den Abgrund braucht. Und ich frage mich tatsächlich, hat der Fußball, der Profifußball, oft genug in diesen Abgrund mittlerweile geblickt oder tief genug hineingeblickt? Denn mag ja auch sein, dass die Entwicklung sich jetzt wieder so weit normalisiert, in Anführungszeichen, dass man diese sehr heißen Fragen, diese sehr relevanten Fragen, die Sie hier stellen, wieder in den Hintergrund treten. Glauben Sie, das hält? Das ist eine gute Frage. Also das ist, ich glaube schon, dass es jetzt gerade ein Momentum gibt, wo man darüber sprechen kann. Weil jetzt das, was passiert ist und mit dem wir alle noch zu kämpfen haben und auch die nächsten Monate zu kämpfen haben, jetzt immer noch klar genug vor Augen ist. Wenn sich das relativieren dürfte, wie auch immer, dann bin ich auch sicher, dass diese Überlegungen wieder in den Hintergrund treten. Weil man natürlich für sich selber versucht, dann aus der vorhandenen Situation einfach wieder nur das Beste zu machen, also besser und schneller zu sein als die Wettbewerber. Ob es jetzt einen zweiten Blick in den Abgrund braucht, das weiß ich nicht, weil wir haben ja jetzt gestern den neuen Fernsehvertrag kennengelernt. Es hat erstmals seit Menschengedenken keine Steigerung gegeben gegenüber der Vorperiode. Und die Beschädigungen, die wir jetzt durch die Folgen der Pandemie feststellen, die werden auch noch einige Monate und wenn nicht sogar Jahre anhalten. Das heißt, dieses Zeitfenster, das ist jetzt nicht in 6 Wochen zu. Aber es macht absolut Sinn, auch bereits jetzt die Verteilperiode, die jetzt ansteht, schon mal anders zu bewerten, als wir das vorher gemacht haben. Jetzt den neuen Fernsehvertrag nicht unter diesen Gesichtspunkten zu sehen, hieße, bis 2025 nichts zu machen. Weil jetzt wird der Verteilschlüssel bis 2025 festgelegt. Und was 2025 ist, das möchte ich mir eigentlich im Moment nicht vorstellen. Mhm. Ja. Ich würde 2 Gedanken gerne noch mit reinbringen. Das eine ist, es ist ja so, dass in der DFL mittlerweile die kleineren Vereine, zumindest was die entscheidenden Posten angeht, eine deutlich höhere Stimme mittlerweile haben, also in einflussreicheren Positionen sind, als das bei den großen Vereinen der Fall ist. Und wir wissen ja mittlerweile, also wenn wir das Thema Corona nochmal annehmen und wenn wir bei Schalke 04 beispielsweise bleiben, dann wissen wir ja, Schalke hat in den letzten Jahren echt Schwein gehabt. Und um ein Zitat mal mit reinzubringen, Dr. Claudia Kasper ist die Leiterin Controlling beim FC Schalke 04. Die hat im Juni 2019 im Controller-Magazin Folgendes gesagt. Plakativ ausgedrückt ist es eine erfolgreiche Saison für den FC Schalke 04, wenn es uns gelingt, uns für die Champions League zu qualifizieren und wenn wir im Jahresergebnis eine schwarze Null schreiben. Letzteres ist Ausdruck dafür, dass wir unsere verfügbaren Ressourcen optimal eingesetzt haben. So, und das ist letztlich das, was dem Fußball, also mal plakativ genommen, dem FC Schalke und fast einigen anderen Vereinen auch eben komplett auf die Füße gefallen ist. Und ich bin total bei Thomas Röttgermann. Ich weiß nicht, ob es wie auch immer am Ende des Tages die Obergrenze dann letztlich zu regulieren ist. Aber ich glaube, wenn man jetzt ein Momentum hat, den TV-Vertrag mit aufzumachen, sollte man auch das Momentum nutzen, klare finanziellere Vorgaben zu geben, damit der Fußball einfach auch in sich, in jedem einzelnen Verein in der Lage ist, eben in Return sozusagen auf einen anderen Verteilungsschlüssel eben auch nachhaltig zu arbeiten. Vielen, vielen Dank Ihnen beiden für den sehr, sehr spannenden Einblick, was den deutschen und man muss ja eigentlich sagen, den europäischen Profifußball betrifft. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen die Zeit nimmt und antizipiert, wie hier die Problemlagen sind, dann steckt da auch einiges für die Wirtschaft mit drin, was ich mir auf jeden Fall wünsche. Denn wie gesagt, mich haben Sie überzeugt, dass das Ganze Sinn macht, dass Sie mit Ihrem Vorhaben, mit Ihren Punkten auf jeden Fall erfolgreich sein werden und viele Mitstreiter und Mitstreiterinnen finden, die mit Ihnen gemeinsam diesen Weg gehen.
Danke, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben.